Servus, Kamerafrau. Ja. Alles klar soweit? Ja. Gut. Ich habe mein Weihnachtsgeschenk habe ich an. Ich musste das anziehen. Das hat die Kamerafrau so beschlossen. Von dem her, da machen wir das heute in einer Schürze. Heute machen wir was richtig Cooles. Ein Rinderbug. Die Kohlen werden langsam. Ein Rinderbug. Brauchen wir aber nur ein Stück davon. Also die Sehne, die hier verläuft und die Silberhaut, die hier noch drauf ist, genauso wie das Fett. Das schneiden wir uns gleich erst noch runter. Das machen wir uns heute in Dutch und richtig geil. Können auch Kinder mit essen. Das ist zwar ein Marillenpunsch, solange wir mir das aber schmoren oder garen, ist da kein Tropfen Alkohol mehr drin. Wir brauchen noch gar nicht viel. Ein bisschen Kürbis, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Karotte. Ein bisschen lauter bitte. Karotte. Ein bisschen Salz. Kräutersalz. Ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Thymian. Genau. Und wie gesagt, wir schneiden uns das jetzt erst. Dazu hole ich euch ein bisschen näher ran. Dann seht ihr das besser. Ja. Und ist absolut kein Hexenwerk, aber saulecker am Schluss. Du kannst mal da oben reingucken, ob wir auch im Bilde sind, gell? Ja, du bist perfekt im Bilde. Okay. Man sieht sogar das Fett. Das macht nichts. Hier verläuft ja die Sehne. Ja. So, und jetzt gucken wir. Hier verläuft die Sehne. Und hier. Das heißt, wir schneiden uns den Kameraden einmal mit der Sehne, weil wir bloß ein Stück von den beiden brauchen. Einmal. Na, jetzt haben wir sie durchgeschnitten. Aber man erkennt es, hier im Prinzip, hier verläuft sie. Hier ist die Sehne. Hier. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kommen wir nämlich hier schön unten drunter und können uns die Sehne hier abschneiden. Schön rausschneiden. So. Das bisschen Fett, das hier noch dran ist. Papa, geht das weg, das Fett. Sollen wir es wegschneiden? Ja. Ja, hier ist auch ein Stückchen Sehne gewesen. Das bisschen Fett. Das geht weg. Das geht weg. Und den kleinen Braten. Das ist nicht viel. Ja, das ist so ungefähr. Ja, eine so, Handvoll. Ja, so eine gute Handvoll, so 400 Gramm ungefähr. Machen wir uns heute in unserem Dutch-Ofen FT3. Und da ist es auch eine gute Größe dafür. Und jetzt gehen wir mal rüber zu den Kohlen und werden uns erstmal das Fleisch schön anbraten. Heute mal die Konstruktion auf den Tisch gemacht. Tisch gestellt. Weil wir da ganz einfach in angenehmer Arbeitshöhe arbeiten können. Dutch haben wir vorgeheizt. Und jetzt Kamerafrau, das könntest eigentlich du machen. Du hast ja frisch die Hände gewaschen. Ja. So wie man das auch macht, wenn man was mit Essen zu tun hat, mit Essen zubereitet. Dann könntest du jetzt bitte das Fleisch gerade das nächste Mal auf die Seite legen. Auf welche Seite? Das also ist egal. Wir müssen so umkippen. Von allen Seiten müssen wir das gut gut mal Röstaromen dran kriegen. Keine Angst. Solange du nicht an das Fleisch kommst, an das Fleisch. Was schon gebraten ist, ja. Solange du noch am Kalten bist, passiert überhaupt nichts. Nachdem, dass wir uns das von allen Seiten angeschmort haben, kannst du das nochmal kurz rausnehmen? Komplett oder soll ich dir helfen? Nein, ich kann nicht. Es sollte halt nicht jetzt in die Glut oder irgendwo hinfallen. Bitte hier aufs Brett. Danke, super. Super. Dann gehen wir als nächstes her und machen es in den Dutchofen. Zwiebeln, die Sehnen und die ganzen Abschnittstücke, die machen wir uns auch mit rein. Die geben nämlich noch Geschmack. Die holen wir später raus, aber das, wie gesagt, später. Hast du einen Löffel dabei? Ah, mein Löffel vergessen. Kannst du hochmudeln? Einen normalen Löffel? Nee, einen Holzlöffel, bitte. Okay. So. Das kriegt langsam. Ein bisschen groß, das macht aber nichts. Da machen wir uns gleich die Karotten noch mit rein. Zack, zack. Und hier unseren vorgekochten Kürbis. Der kam da auch gleich mit rein. Und jetzt brutzeln wir uns das einfach mal. Lassen wir das nochmal gut anspitzen.
Dann genau. Dann nehmen wir uns einmal den Kinderpunsch, den Marillenpunsch. Kinderpunsch. Oh, der riecht gut. Riech mal. Der riecht wirklich gut. Mhm. Den Marillenpunsch. Ja. Füllen da gut so die ja. Ja, später. Die halbe Flasche erstmal machen wir da rein. Wenn wir später noch Flüssigkeit brauchen, dann machen wir später einfach noch Flüssigkeit dazu. So, jetzt kommt unser Fleisch da wieder schön rein. Und dann geht's weiter. Genau. Wo ist mein Deckel? So, einmal Deckel und das lassen wir jetzt auf jeden Fall mal 30 bis 45 Minuten und dann gucken wir nochmal nach. Oh, es sieht schon ganz gut aus. Genau, gehen wir mal ganz kurz. Ja, aber das riecht schon absolut cool. Ja, ich würde jetzt gerne probieren. Ja, probieren können wir noch nicht, müssen noch ein bisschen warten. Drehen uns den Kameraden hier einmal rum. Das ist auch von beiden Seiten. Ah, oh geil. Riech mal. Oh. Oh, herrlich, gell? Ja. Jetzt machen, ich ja, jetzt machen wir uns hier noch. Machen wir deine Hand auf. Jetzt machen wir uns hier noch Thymian rein. Ich würde sagen, für so, die Menge, das reicht. Das sind 5 Prüfe. Nee, das ist ein guter Teelöffel. Außenrum. Genau. So, und nee, das verbrennt doch hier oben nur. Ach, das war Quatsch, Maus. Aber egal. Dann ist oben drauf auch Thymian. Ja. So, guck, haben wir das auch wieder gerettet. Ach, jetzt der Thymian, der ist noch keine Minute drin. Riecht schon wieder. Geil, oder? Riecht schon wieder nach Thymian. Ich find's geil. Ja. So, jetzt machen wir uns hier wieder einen Deckel drauf. Oh, das riecht richtig gut. Machen wir uns hier wieder einen Deckel drauf. So, Freunde, es ist vollbracht. Machen wir hier noch sauber. Aber 2 Stunden sind rum. Und es riecht nicht viel schlechter wie vorher. Das ist immer noch absolut lecker. So. Gucken wir noch mal rein, Freunde. Oh, das geht immer noch ab wie Sau. So. Wo ist denn mein Löffel? Aus dem mache ich mir jetzt noch eine richtig. Ja, man sieht es, zerfällt komplett. Ah, so wie das sein soll. Aus dem mache ich mir jetzt eine richtig geile Soße. Den holen wir raus und den probieren wir jetzt. So, Freunde, ich habe das schon ein kleines Stückchen probiert. Ich finde es absolut lecker, auch mit dem Punsch und richtig, richtig gut rüber. So, jetzt nehmen wir uns hier noch ein Stückchen. Du auch? Mhm. Okay, guck mal. Und? Cool, ne? Ja, voll gut. Mhm. Und von dem Alkohol schmeckt man gar nicht mehr. Nee, das hat sich ja verkocht, ist ja weg. Das ist aber absolut eine geile Variante, das mal mit dem Punsch zu machen. Und gesagt, und man merkt doch kein Fett. Nee, das Fett haben wir ja weggeschnitten. Das war alles ein bisschen hier oben. Und das hat sich dann, alles andere hat sich verkocht. Und das ist absolut, ja, auf jeden Fall zum Nachmachen. Geil. Ja, auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen. Mhm. Ist jetzt auch nicht das teuerste Stück Fleisch, aber so kriegt man es richtig lecker hin. Ja. Ich mache aus dem Rest jetzt noch die Soße. Mache ein paar Semmelknödel dazu. Mhm. Und dann, mal gucken, machen wir noch ein Bild. Ja. Machen wir noch ein Bild 2 und dann ab dafür. Lecker. Bis zum Lecker. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.